Hallöchen und willkommen bei meinem kleinen Versuchsaufbau. Als allererstes werden wir jetzt mal durchgehen, wie unsere normale Blinkerschaltung an unserem Moped funktioniert. Und zwar kommen wir von hier, von der Batterie, auf unser Zündschloss. Von unserem Zündschloss gehen wir dann auf einen Sicherungskasten. Von diesem Sicherungskasten gehen wir auf das Blinkrelais. Dann kommt der Blinkimpuls zu unserem Lenkerschalter und kann von hier aus auf die rechte oder auf die linke Seite verteilt werden. Ich werde jetzt mal die Zündung anschalten. Die Zündung ist an, wenn ihr diese LED hier leuchten seht. Nach rechts blinken. Und nach links. Wir sehen, das funktioniert alles. Das ist schön. Und wenn ich auch die Zündung hier wieder ausschalte, dann geht natürlich auch das Licht wieder aus. Mache die Zündung wieder an. Der Strom fließt wieder über den Lenkerschalter zu unseren Blinkern, geht hier auf ein Massepol und geht dann hier zurück zu unserer Batterie, zum Minuspol. Was jetzt kommen wird, ist unser Warnblinklicht. Dafür nehme ich jetzt mal unsere Blätter hier mal einmal weg. So. Was haben wir hier alles? Wir haben hier einen Schalter, ein Schließerrelais, ein Blinkrelais, vier Dioden insgesamt, eine Kontrollleuchte. Wie das Ganze jetzt zusammenkommt, das werde ich euch jetzt zeigen. So, als allererstes nehmen wir uns an dieser Stelle unser Zündungsplus ab. Das ist natürlich mit einer Sicherung abgesichert. Von der hier gehen wir mit einer Diode auf unseren Schalter. Von unserem Schalter gehen wir dann hierauf auf unser Steuersignal, auf unser Relais. Und das geht hier unten auf Masse zu unserem Massepunkt. Dann haben wir hier unser Batteriestrom, den klemmen wir hier an 30 an. Und 30 ist unser Arbeitsstrom, hier wieder mit einer Sicherung. Das geht dann hier auf unser Relais, geht dann von hier aus auf unser Blinkrelais. Hier ist eine Abzweigung drin, die hier zu einer weiteren Diode geht, zu unserem Schalter. Dadurch haben wir eine Selbsthaltung. Das heißt, wenn wir gleich unseren Schalter betätigen mit Zündung an und die Zündung ausschalten, wird die Warnblinklichtanlage weiter blinken. Das Relais bekommt hier auch nochmal Minus. Dann haben wir hier noch unsere Kontrollleuchte, die an dem Blinksignal hier mit angeschlossen ist. Und das Blinksignal geht dann von hier aus auf diese Kabel hier, und zwar auf einen Y-Adapter, wo hier noch eine Diode verbaut ist und hier. Und das schleift man dann in den positiven Teil der Blinker ein. Das wäre jetzt bei mir hier und an dieser Stelle. Man kann natürlich auch dann später am Moped an diesen beiden Stellen zum Beispiel einfach ein paar Stromdiebe benutzen. Oder man baut sich extra kleine Y-Stecker, wie man das gerne am besten hätte. Wenn wir jetzt unser Warnblinklicht anschalten, dann sehen wir, dass das auch schön blinkt, so wie wir das hätten. Unsere Kontrollleuchte blinkt hier natürlich auch mit schön intakt. Und wenn wir jetzt unsere Zündung ausmachen, den Schlüssel abziehen, dann läuft unsere Warnblinklichtanlage so lange weiter, bis wir wieder unseren Schalter betätigen. Das heißt, ihr könnt von eurem Motorrad absteigen, Schlüssel abziehen und die Warnblinklichtanlage läuft trotzdem weiter. Wenn wir die jetzt ausschalten, Zündung ist weiterhin aus und wir drücken jetzt wieder auf unseren Taster, auf unseren Schalter, dann passiert nichts mehr. Das heißt, niemand kann einfach zu eurem Moped gehen, den Schalter drücken, es blinkt, bis die Batterie leer ist. Das funktioniert in dieser Schaltung hier nicht. So, Zündung ist an,
Wir machen jetzt einfach mal hier mal unseren Blinker mal an. Der funktioniert. Ja, schon mal sehr gut. Und jetzt sagen wir einfach mal, wir fahren um die Ecke, sehen, da ist was nicht in Ordnung und machen unser Warnblinklicht an. Dann seht ihr, wir haben jetzt auf einem Blinker ein doppeltes Signal. Wenn wir die Zündung allerdings jetzt ausschalten, den Schlüssel abziehen, LED ist aus, dann sehen wir, dass die beiden Blinker im Takt blinken. Andersrum können wir hier natürlich, wenn unsere Zündung an ist, das Ganze hier ausschalten und auch unser Warnblinklicht ausschalten. So, an dieser Stelle gibt es noch einen kleinen Nachtrag. Ich werde jetzt hier einen Kreis einblenden. An dieser Stelle kann es unter anderem bei manchen Motorrädern wichtig sein, dass dort auch noch eine Diode eingebaut wird, da manche Blinkrelais ansonsten anfangen zu schnarren oder kaputt gehen. Ich würde sagen, wie ich das Ganze jetzt an meiner KTM einbaue, das werde ich euch im nächsten Video zeigen. Ihr kriegt vielleicht noch einen kleinen Preview, wie das jetzt schon aussehen könnte. Schaut auf jeden Fall auch mal in die Kommentare rein. Vielleicht ist ja noch ein Elektroniker unter euch, der eine super Idee hat oder noch einen guten Beitrag hier dazu leisten kann. Ansonsten vielen lieben Dank, dass ihr zugeschaut habt. Der Schaltplan und die Einkaufsliste bzw. Werkzeugliste kommt jetzt noch. Und ich würde einfach sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und bis bald. Ciao.